Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hand Showdown. Wieder mit Max. Hallöchen. Skuldur. Wo rennen wir denn hin als allererstes? Vor uns. Da ja. Leuchtet schon. Ich bin hinter dir. Ne, im Dunkeln sind wir eigentlich. Oh, ich hab schon wieder die ganzen Hunde. Im Dunkeln sind wir eigentlich ein Vorteil. Ja. Oh, Hunde. Oh ja, die haben mich schon gesehen. Ich muss schießen. Oh, die rennen auf dich. Na cool. Obwohl, die sind jetzt schlau geworden, ne? Da schießt man lieber schlecht. Oh, ich hab's doch geschafft. Ja, Blutung. Oh ne, ich hab schon eins Balken verloren. Ich muss mich schon wieder heilen, Alter. Das fängt schon wieder sehr gut an. Oh, Mann. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt eine relativ lange Pause gemacht. Die sind nah, die Schüsse, oder? Die waren richtig nah. Vielleicht sogar... Ach komm schon. Alter, Digga, die sind richtig nah. Ich hau wieder ab. Dann rennen wir. Oh, gut, aber wir müssten eigentlich wieder darüber. Ja, gut, laufen wir Richtung rechts, oder? Und das ist eh. Na, ich laufe mal ein bisschen hinter die. Natürlich muss da ein Feuer sein. Oh, hätte ich jetzt einen Sniper oder so, sollte mich das hin campen und einfach die Eingangstür abcampen. Gut, aber ich glaube, genau dann kommt keiner. Das könnte ich dir versprechen. Das Glück hatten wir eigentlich eh noch nie. Nee, gar nicht, ne? So, dass irgendwie wir mal wohin geguckt haben und die laufen direkt dahin zu so einem Hinweis oder so, den wir mal abgecampt haben. Nee. Was? Du sollst vielleicht nicht mitten im Mondlicht auf einer Brücke stehen bleiben. Ja, das ist ein gutes Argument. Wo bist du? Lol. Weil es extrem hell irgendwie, oder? Die Nacht ist nicht mehr so dunkel, oder? Ja, es kann aber sein, dass wir gerade richtig unter dem Mond sind. Ich gehe gleich da rein. Achtung, ich fall runter. Ach, das ist unten das Ding, aber... Hey, das ist hier. Jo. Hoppsala, ich hab wieder E gedrückt. Weg hier. Ja, hier haben wir schon mal einen Kampf gehabt, ne? Ja, das war noch ganz geil, das weiß ich noch. Oh, da ist offen. Aber ist noch alles, also. Ich lauf mal wieder ein bisschen in den Wald ran. Ja, ich auch. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Müssen wir ein bisschen hin. Ach, ja gut, wir müssen wieder nach hinten, zurück. Handy. Ja, wieso? Ja, gerade hier rüber, oder? Eigentlich. Hä? Hey. Boah. Alter, hat sich jetzt. Ich dachte. Holy shit. Da hab ich gedacht, oh, was ist denn das für ein Gewehr? Ich muss mir mal eine Spritze reinjagen. Entschuldigung. Oh Gott. Oh, geil. Alter. Was? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so nah jetzt gewesen. Das könnte auch täuschen, ja, das stimmt. Aber wir müssen jetzt irgendwo hin, also... Aber wir müssen eigentlich eher nach rechts, ne? Ja, da wo wir jetzt hergekommen sind, ja. Bisschen, ja. Eigentlich da wieder zurück. Ach. Ist auch offen. Voll auf der Straße laufen ist jetzt eigentlich nicht so mein Fall. Nee, gar nicht. Deswegen da ist wieder mal. Wasser und sowas. Ja. Nee, also wenn jetzt Gegner kommt, sind wir voll am Arsch, aber richtig hart. Beide Schrotflinten. Ja, sowieso. Am besten einmal gleich ein Headshot, der eine liegt mitten auf dem Feld. Das ist ja wieder typisch, ja. Wollen wir kurz gucken, das wäre hier irgendwo, oder? Oder ist das schon hier? Ich weiß es nicht. Ich bleibe noch ein bisschen weit. Ich glaube auch, dass noch... Ah ja, ich sehe es ja. Ich glaube, das ist da hinten drin im Gebäude oder unterm Gebäude. Oh, Alter. Oh, fuck. Ja, es ist so, man merkt, wenn du oft hintereinander Hand spielst. Da irgendwann ist ein bisschen die Angst weg, beziehungsweise bist so ein bisschen kackegal. Ja. Aber wenn du nach Zeit wieder Hand spielst, also wirklich eine Zeit lang Pause machst,
Dann bist du wieder so angespannt, so richtig hart, Alter. Boah. Ja, dann ist wieder dieses Horror-Feeling da, muss man sagen. Ja, genau, dieses leichte Horror-Feeling. Ja, eigentlich, ich würde gar nicht mal sagen Horror-Feeling. Horror-Feeling fühlt sich anders an. Wer Alien Isolation so gespielt hat, der weiß, was ich meine. Das Horror-Feeling. Oh nein. Vielleicht können wir uns da vorbeischleichen, bitte. Das Horror-Feeling ist anders. Das ist eher so diese Angst, auf diesen Schockmoment andere Spieler zu sehen. Da ist gerade jemand vor mir gespawnt. Heißt also, wir sind anscheinend alleine? Ja, ich glaube, das habe ich mal gehört, dass wenn jemand aufploppt, dass dann... So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Nach rechts. Leicht nach rechts, eigentlich geradeaus, eher so in diese Richtung. Ja. Über diese Sägemühle sind viele Frauen, Dinge. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie mal RD, vielleicht kämpfen die ja schon gegen das Viech. Das könnte genau von dieser Richtung gekommen sein und genau diese Entfernung. Nee, das war hinter uns. Echt? Mhm, das war da hinten. Ich muss mir mal neue Kopfhörer holen. Ich glaube, ich bin der Zeit ein bisschen hinterher. Ja, ich merk's voll. Ja, meine Kopfhörer sind doch schon ein paar Jahre alt, haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Du hinterlässt eine Spur voller Leichen. So hört sich's, ne? So, wir sind da, ne? Du rennst hier gleich, ich dachte vielleicht schleichen wir jetzt erstmal O. Meinst du, ich überlebe überall noch die Viecher, also. Ja, ich weiß. Boah, aber ich das ist wieder der Dinger. Das dauert länger. Das Spiel! Auf 195. Oh shit, du bist jetzt ganz woanders. Der wirft. Ist der drinnen? Oh shit. Schießt er auf dich? Nein. Auf mich gerade auch nicht. Der kämpft gerade gegen Viecher. Dynamit hat er, glaube ich, geworfen. Mhm. Siehst du den nicht? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh. Das war ich. So laut? Ja, ich habe ein Fenster kaputt gemacht. Ich wusste nicht, dass es so laut ist. Und außerdem bin ich auch nicht reingegangen. Das war vielleicht ein bisschen taktisch. Gegen was spielt der denn? Das sind noch andere Spieler. Ach so. Lol, zwei sind schon mal tot. Ich dachte gerne, ich habe so Angst, dass wir uns getrennt haben, Alter. Lol, wie viele sind hier? What the fuck? Was geht denn hier ab? Aber ich sehe auch die Schüsse nicht. Ich auch nicht gar nichts, Alter. Vielleicht meinen sie jetzt, dass wir schon tot sind oder so. Wo bist du da lang gelaufen? Ich bin oben. Ja, ja, ich weiß, aber wie bist du da hochgekommen? Ich bin über dieses Ding drüber gekommen. Da ist dieser eine Kran. Da ist so eine Plattform drauf und da bin ich drauf. Boah, du bist so mutig. Ach, sag mal, ein Problem. Ja, ich wollte da nicht allein, ich hatte voll die scheiß Pose. Die konnten hinter mir, rechts von mir, unter mir, die waren, ich war so kacke, Alter. Da positioniert, deswegen dachte ich mir, jetzt ist, glaube ich, besser, wenn ich jetzt einfach wegrenne. Ja, aber jetzt dürfen wir nicht reingehen, wenn wir jetzt reingehen, dann... Vor allem gegen den Assassinen. Oh. Ja, das dauert halt auch wieder so lange. Das dauert ewig, man verschluckt so viel Munition.
Schritte. Wasser? Wasser? Ich weiß nicht, ich schieße glaube ich lieber nicht. Nee. Vielleicht ein bisschen warten, wenn ich hier bleibe, habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie dann hier plötzlich da vorbeirennen und dann Shot. Also wirklich jetzt ein bisschen auf Shot zu gehen, vielleicht nah. Komm die Leiter hoch. Direkt unter uns. Macht die Tür auf. Hat sie glaube ich aufgedreht. Okay, kämpfen wir gegen das Viech. Gehst du rein oder was? Ich schau ein bisschen durchs Fenster. Die sind. Ich glaub, dass sie unten sind. Ja, jetzt war. Jetzt müssten wir eigentlich angreifen. Oder ein bisschen kämpfen lassen. Oder gleich killen. Sollen wir reingehen und von oben angreifen oder sollen wir. Wir sollten reingehen, ja. Oder von runtergehen und angreifen. Nee, von oben bleib ich runter. Dann mach mir hier das Tor auf, weil wenn das Fenster zerschlägst, ist sau. Warte, wenn die schießen und ganz laut ist. Boah, jetzt ist Stufen. Wenn nicht, dass hier oben sind. Was, der ist so laut? Die müssen doch hier oben sein, Alter. Ultralaut sind die Schritte, aber richtig ultralaut. Die sind direkt unter uns, die sind direkt unter uns. Mach auf. Das könnten, das haben sie nicht gehört, 100 pro nicht. Jawohl! Oben. Hab einen getroffen! Tot! Einer war tot, Klavi. Zwei sind tot, beide sind tot. Jawohl! Warte, die mach wieder zu. Die haben wir jetzt voll überrascht, glaube ich. Ja. Warte, geh mal weg! Lol, jetzt hat das Viech mich erwischt. Spinne wird verbannt! Achso, lol. Ja. Haha, jetzt haben wir sie überrascht. Geil. Alter, was aber ist mit dir, Alter? Ich hab's doch gewusst. Ich hab die ganze Zeit Blut, weil der mich jedes Mal trifft, Alter. Fick die Henne. So, wo ist denn der? Jo. Geil, also das war jetzt richtig geil. Wir sind reingekommen, da standen wir plötzlich vor denen, ne? Das war jetzt richtig fett. Aber die waren doch oben. Ja, die ganze Zeit, aber ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen, weil sie hinten in die Ecke waren. Alter, wo ist der jetzt? Ich weiß nicht, wo der ist. Wow. Direkt von hier. Null. Das bringt hier gar nichts ab, so eine Schotze, Alter. Nee, die Schotze macht echt überhaupt keinen Schaden. Was? Du ein Sack. Boah, Alter, ich dachte jetzt, du wirst beschossen. Wurde ich auch. Ah, scheiße, nimm geschossen. Wow! Was? Ja, weil dieser diesen komischen Angriff da macht, wenn er auf dich zustimmt, ist immer leicht. Ich hab grad vor, die Laterne, je nachdem wo er kommt, die Laterne anzuschießen. Aber ich glaube, der Max kämpft gerade so hart gegen den da. Genau, dann ist es irgendwie gerade. Ah, da ist er. Komm, kill ihn, nein, los. Okay, ich bin ja schon dabei. Ich versuch's ja. Da ist er. Komm, lass dich. Was ist denn jetzt? Lul. Oh, warte. Haben wir einmal erwischt? Oh, er ist tot. Er ist tot, geil. So, jetzt ganz schnell. Verbannen. Das Muschler heißt der. Lul. Meuchler. Also ich hab's gerade nicht richtig gelesen. Muschler. So, boah, hier Position. Kann man hochgehen. Alter, das ist hell! Voll, Alter. Hier kann man hochgehen. Hast du eine Falle oder sowas? Nee, ne? Nee. Shit. Hier liegen aber auch nirgendwo Fallen. Das ist. Kompaktmunition. Nee, ich stell mir einfach hier hin. Hab das Fenster im Auge und die Türe, wo wir durchgekommen sind. Hier ist eine Falle. Ich leg mal eine Falle. Oh, wir haben Glück. Bei uns ist direkt ein Ausgang. Oh, geil. Ich leg mal eine Falle mitten hier. Hierher. Moment. Hab Wasser gehört? Ich höre Wasser. Ehrlich jetzt?
Könnt ihr auch. Ja, gerade schon. Weil ich mir gerade einen Pussy suche. Wo ich nicht durch ein Fenster schossen werde wie letztes Mal. Ich glaube, ich bleib hier. Hier ist gut. Also ich hab jetzt kurz zweimal den gehört. Könnte aber auch Viecher gewesen sein, die dort rumgammeln. Ja. Ich glaube, die machen. Unten ist Tor auf? Ah, die ganzen Geräusche, die da wird mir ganz paranoid. Wie ein Darknet und Lord Rissenwolf. Bei mir ist auch gerade voll kalt irgendwie. Ja, ich zitter voll. Mir auch. Mich auf die kalten Hände gerade, aber ich auch. Ich zitter auch richtig im ganzen Körper. Ich muss sagen, es ist im Zimmer auch ist ein bisschen kühl, aber... Ja. Ich habe aber das trotzdem Fenster, ja, angekippt. Aber das Blut ist alles im Kopf und nicht mit den Händen. Alter, diese Geräuschkulisse, ne, in diesem Spiel, die ist schon... Die ist richtig Hammer. Die finde ich richtig geil. Du hast einen Kanonier am Kill gemacht, ne? Gute Aufgabenteilung. Ich weiß nicht, ob... Also, du hast, glaube ich, auf ihn geschossen und ich habe gleich danach drauf geschossen. Dann ist er umgekippt. Und genau, dann, den hast du gekillt. Genau, und beim dann anderen hast du, glaube ich, One-Hit gemacht. Ja, genau. Die Frau habe ich, glaube ich, One-Hit rausgenommen. Aber die haben auch Shots in den Cup, ne? Also da haben wir Glück gehabt jetzt, dass wir als Erste schießen durften. Ja, ne, das war wirklich ein Überraschungsmoment. Ja. Ich glaube, wir haben da nicht damit gerechnet. Nee. Und die haben schon gut gedamaged eigentlich. Jetzt haben wir nicht mehr so viel machen müssen. War gut, ja. Wir haben gutes Timing gerade. Richtig gutes Timing. Das Timing war richtig geil. Hammer. Ich glaube, wir haben auch gerade nachgeladen, sind in unsere Richtung gelaufen. Ah, ja, so direkt schön. Vor uns stehen, wir mussten es ja nicht suchen, direkt rein und gleich rechts um die Ecke, einfach bam, weg. Der eine, der wusste gar nicht, was geschieht. Oh mein Gott, Spieler tot. Ja. Entschuldigung. Oh. Wer holt's Erster? Wo ist denn das Zeug? Ich weiß es gerade gar nicht. Alter. So eine Lichtquelle. Warte, dann hol ich schnell. Ja. Gucken Sie einmal. Ich sehe nichts. Ich wüsste immer noch gern, wie weit das Zeug reicht. Ja. Die anderen gehen raus. Die Spinne haben, die gehen raus. Sollen wir auch rausgehen, sicherheitshalber? Ja. Komm, weil wir gleich, ja, komm. Das ist gerade so geil. Achtung, ich habe irgendwo eine Falle gelegt. Ich weiß gerade nicht wo. Ach, danke für die Information. Geh du mal vor. Ich trau dem nicht, schau noch mal kurz. Ne, noch nichts. Oh, diese Feiertypen! Was? Wow! Lull! Da war ein Fass. Lull hatte ich jetzt Glück, glaube ich. Ja. Alter, ich hätte jetzt echt relativ viel Leben verloren, ne? Nö, gar nicht eigentlich. Ganz, ganz wenig bloß. Das wundert mich ja eben gerade so hart. Schau nochmal kurz. Nichts. Ich glaube, das wäre es leider. Ich glaube, dass keiner in der Nähe ist, aber ich will es einfach nicht riskieren gerade. Nee, es ist gerade so eine schöne Runde. Und es wäre es gerade. Ich will es nicht. Ist der tot? Oh, Alter, diese Glocken. Holy shit. So. Okay, die anderen sind raus. Wenn wir jetzt auch rausgehen, dann genau, hat sich's. Erledigt. Soll ich schon mal kurz? Ne, nichts. Also, ich habe alles aufgebraucht. Wäre das jetzt ekelhaft, wenn hier so ein Wasserviech wäre? Wasserteufel. Boah. So. Ui. Raben. Lol, hier lebt er noch? Oh! Oh ne, das war eine andere. Boah! Du, lol, da lebt er noch! Ich zeig, boah, Alter. Holy shit. Nein, den wollte ich grad. Oh, den darfst du. Das war jetzt aber knapp. Ja. So, es ist niemand da. Ich schau nochmal.
Ich habe auch aufgebraucht. Geil. Eine schnelle Runde. Das war jetzt eine gute Runde. Wir haben jetzt alle Hinweise gefunden. Ja, haben die anderen ausgetrickst, den Boss noch gekillt. Ja. Verbannt und gleich raus. Oh. Ja, haben so wir muss geil. Das. So haben muss geil. Das. Nur ich überlege gerade, wie lang war jetzt die Runde? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Naja, so viel Stunde, 20 Minuten. Ich würde sagen maximal 20 Minuten. Okay. Vom Gefühl her. Und wir hatten wieder Glück mit unseren Waffen. Heftig. Also aktuell, normalerweise spiele ich nie mit zwei mittleren Slots. Das war ein aus Versehen Kauf, als ich das mal gemacht habe. Weil ich dachte mir, oh, den nehme ich, den Jäger, der ist günstig. Und ach scheiße, der hat zwei mittlere Slots. Nie habe ich zwei mittlere Slots gehabt. Früher. Nie. Ich hatte immer auch sauselten Schrotflinten gespielt, weil ich habe da eigentlich, war ich immer kacke. Aber die letzten Male, ich meine, die habt ihr eigentlich alle mitbekommen. Die habe ich ja, glaube ich, alle hochgeladen sogar. Das war holy moly. Ohne Witz. Die waren richtig jedes gut, Mal ja. Hatte ich Glück mit dieser Waffe. Dass ich immer genau dann, wo wir gegen Spieler gekämpft haben, auch eine Schrotflinte gebraucht habe. Das war der Hammer. Wir haben jetzt zwar auf uns geschossen, aber irgendwie haben sie es verpeilt, dass da noch welche waren. Und einmal fand ich es krass. Der eine, der auf uns mich geschossen hat, der hat mich ja getroffen, ne? Aber ich habe sau wenig Leben verloren. Ich glaube, der hatte so eine richtige schlechte Waffe. Naja, es kann sein, dass es diese zweiläufig ist. Die ist nicht so gut auf größere Entfernung. Das kann schon sein. Ich habe den eine auch angehittet und hast den Rest gemacht. Dann. Ja, das stimmt. Das sind halt die Schrotflinten so. Das ist halt ganz cool, wenn man das ein bisschen abschätzen kann. Ich hab's aber vorhin voll erschrocken, als der da plötzlich im Wasser stand. Und ich war so nervös, als ich bei diesem Haus bei der kleinen. Ach, der stand unten im Wasser, ja? Der eine stand unten im Wasser, ja, der hat auf mich geschossen. Ich war so nervös, weil vor mir konnte der hochgehen, dann rechts von mir war kaum Deckung, da konnte man sich ganz hingucken. Links von mir war ein Fass. Das war das Schlimmste. Ne? Und dann war da dieses Häuslein, eben, da war, konnte ich eigentlich theoretisch vielleicht reingehen über das Fenster. Deswegen habe ich überlegt, habe ich das Glas kaputt gemacht? Nein, das Glas war so laut, da gehe ich jetzt nicht rein. Da schmeißt dann Dynamit rein, dann bin ich auch weg. Hinten, dann dort, wo das Dynamit war, war auch noch, war noch eine Leiter und eine normale Treppe war links. Da war's, nee, ich dachte mir, da bin ich so am Arsch. Aber wir hatten in dieser Runde richtiges Glück mit dem Timing auch, ne? Ah, und das, wir haben auf uns das, geschossen genau, und dann sind zweiten gekommen. Genau. Und ich glaube, so geht's uns eigentlich immer, wenn wir jemanden angreifen wollen, dann kommen die anderen. Normalerweise. Genau. Jetzt fehlen mir 8 Punkte zum nächsten Level. Ich fasse es ja nicht. 8 Punkte? Normaler Rang oder Jägerrang? Normaler Rang. Jägerrang. Jägerrang. Nee, hey, welche Stufe hast du? 34. Hä, hey, wieso habe ich dann schon 35? Null. Mir fehlen 8 Punkte zu 35. Ja, weil du doch das letzte Mal ohne mich gespielt hast, sozusagen. Da war ich doch tot und da hast du doch gespielt, ja. Hast du doch 2 Kills gemacht und dann. Ja, aber ich bin nicht, hä? Wie was? Da bist du punktetechnischer. Ja, wenn ich ja am Boden lieg, kriege ich ja keine Punkte mehr, wenn du jemanden tötest. Ah, ach so, ehrlich? Ach krass, okay. Naja. Aber den Kill kriegst du dann trotzdem? Ne, ich nicht. Du kriegst doch die Kills. Ja, aber ich mal. Kriegst du da echt nicht die Punkte für die. Krass, okay, das wusste ich jetzt nicht. Doch, stimmt. Ey. Die Punkte müssen ich trotzdem kriegen. Ja, ach, sicher, weil wir im Team. Aber irgendwie kriege ich dann weniger Punkte, was weiß ich. Egal. Durchs Wiederbeleben bekommst du wieder Punkte und so. Ach, was ach genau, Wiederbeleben kann das sein, weil ich letztes Mal dich ja 2 oder 3 Mal wiederbelebt habe. Ja. Das kann sein. Und ich glaube, die letzten 2 Male sogar, wo ich dich wiederbelebt habe. Das kann sein, dass ich da mal 5 Pünktchen mehr habe, weil ich bin echt nicht weit. Also ich bin wirklich bei 35 so ein Futsal. Also wahrscheinlich sind wir. Dann wird es wahrscheinlich genau diese sein. Punkte sein, ja. Na gut, dann bedanken wir uns trotzdem fürs Zugucken. Ja, genau. Wir hoffen, die Runde hat euch auch gefallen. Ja, dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.